Sehr schön. Gespeichert ist. Und jetzt gehen wir mal ab zum Labor und bauen noch ein paar Tabletten. Ist ja auch noch ein gutes Stück hier unten drunter. Irgendwie gibt es auch eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Ich habe gerade vergessen, wie das geht. Entweder ging das automatisch, also man konnte das immer machen, oder es man brauchte irgendwas dazu. So lange habe ich das Spiel jetzt auch nicht gespielt. Irgendwie so eine Stunde oder so. Okay, dann nehmen wir uns mal ein paar Blumen mit. Und dann basteln wir. Na komm, Treppen, kommst du noch hoch. So, ihr seht, hier liegt die Blume jetzt auch. Ein ganzes Weltinventar. So. Ja, ich weiß. Ich habe Medizin gemacht. Ich habe Medizin gemacht. Was haben wir? Hä? Ich hab doch... Hä? Ja, erstmal einen Schluck trinken, bevor er jetzt noch anfängt hier zu dehydrieren. Ich hatte doch eine Tablette und hab jetzt noch eine gemacht. Wo ist denn jetzt die zweite hin? Es kann natürlich sein, dass ich immer nur eine Tablette einer Art mitnehmen kann, aber das war mir eigentlich anders im Kopf. Die werden doch da irgendwie nicht was dran gepatcht haben. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Probieren wir das nochmal. Dann sehen wir es ja. So, Basic Medicine, ja, ja. Mitnehmen. Ja, scheiße. Okay, wir können immer nur eine Tablette herstellen. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Ha. Ich weiß, dass es hier irgendwo in der Region noch eine andere Pflanze gab, die man mit der hier verbinden kann, um eine stärkere Medizin herzustellen. Da könnte ich dann natürlich zwei, also quasi eine normale, eine starke tragen. Das wäre ja schon ganz gut. Ist das hier was zum... man kann sich ducken. Nee, ist nichts zum Einsammeln. Keine Pflanze. Etwas keine zum Benutzen. Und hier... Junge, duck dich. Danke. Nee. Nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Huh? Pilze? Bunte Pilze. Stets ein gutes Zeichen. Nehmen wir mit. Ja, ich habe einen bunten... Ein Tree Fungus, genau. Einen bunten Pilz gefunden. Lasst uns den noch untersuchen, bevor es dann wahrscheinlich doch endgültig dunkel wird. Einmal Pilz untersuchen, bitteschön. Und es ist Energy Stimulant. Okay, wir können damit ein irgendwas machen. Mal schauen, was der denn so bringt, der Energy Stimulant. Zusammenbrödeln, da haben wir ihn. So, jetzt sag doch mal, was das ist. Provides a temporary boost of your endurance. While in effect, you will be able to sprint further before reaching exhaustion. Aha, alles klar. Wir können mit dieser Pille quasi ein bisschen länger laufen, ohne direkt komplett zusammenzubrechen. Die dürfen wir doch jetzt haben, ne? Sehe ich richtig? Ja, das sehe ich richtig gut. Ja, das Ganze geht mit Schwimmen ähnlich. Schwimmen ist eine Katastrophe. Der gute Huge wird innerhalb von 2 bis 3 Metern so völlig fertig, wahrscheinlich wegen seiner Krankheit, dass er absäuft. Also da muss man wirklich tierisch aufpassen. Da ist man ganz schnell hops, wenn man mal irgendwie... Also ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht von hier bis da schwimmen. Das ist zu weit. Nicht wahrscheinlich, das ist tatsächlich zu weit. Das geht nicht. Da würde er absaufen. Schon in der Hälfte circa. So, und jetzt ist es wirklich schon dunkel. Jetzt würde ich sagen, wäre ein guter Moment, um A, ein Lämpchen anzuzünden und B, ein Bettchen aufzusuchen. Wie schläft denn mein Bettchen? Gute Nacht. So, was sagt die Uhr?
Die Uhr sagt kurz vor halb. Was? Nee, was? Ja, halb sieben. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Oh. Ah! Aha! Alles klar, jetzt haben wir quasi eine Ferkel. Und mit dieser Ferkel haben wir jetzt quasi unser Messer weggeworfen. Das ist ja schöne Scheiße. Wo liegt denn das jetzt? Ja. Ja, weg ist das Messer. Toll. Ja, warte, Moment. Wir können nämlich mit dieser Fackel, zumindest würde das Sinn ergeben, deswegen schließe ich daraus, dass das so sein wird, ein Feuer entzünden. Nämlich zum Beispiel das Lagerfeuer, das wir unten beim Labor haben und auch das, das wir hinten bei diesem kleinen Türmchen haben. Probieren wir das mal aus. Wie und ob das geht. So, hier war doch irgendwo... Da. Nee, jetzt. So! Ja, da brennt die Bude. Das Holz können wir nehmen. Und drauflegen. Ist das nicht herrlich? Ja, wir haben ein Lagerfeuer gemacht, was uns immer uns das bringt. Aber es brennt. Wie lange, wissen wir nicht. Ich nehme mal noch eine Fackel mit. So. Schwuppdiwuppdich. Ja, es läuft immer noch nicht so hundertprozentig flüssig. Ich kann mal gerade, ich hoffe, das wird nicht zu lange. Ich habe hier schon Anti-Lasing runtergestellt, weil irgendwas... Also Fraps zieht definitiv mehr Ressourcen als jetzt zum Beispiel Dick Story. Schön, dass man hier alles immer nur low und high stellen kann. So. Ich weiß nicht, seht ihr einen Unterschied? Wasser ist ein bisschen dunkler als vorher. Mehr Unterschied sehe ich gerade nicht. Ich sehe aber auch von der Framerate keinen Unterschied. Das ist also genauso wie vorher, vor dem Patch. Es läuft immer gleich, egal was man einstellt. Naja, gut. Wie gesagt, es läuft halt doch wesentlich besser ohne Fraps. Aber, ich muss ja irgendwie halt aufnehmen. Vielleicht kommt irgendwann noch ein Patch, bei dem sie es dann endgültig mal so weit fixen, dass es immer vernünftig läuft. Weil, wenn man ehrlich ist, so toll sieht es halt nicht aus, ne? Eigentlich wäre das nicht so wirklich gerechtfertigt, dass es solche Hardware-Anforderungen hat. Ja, wir haben ein Stadtbild. Da ist es wieder da. Was wollte ich denn gerade sagen, bevor das Standbild mich jetzt tierisch erschrocken hat? Wir gehen mal in diese Richtung, so wollte ich das sagen. Um mal zu schauen, was es hier so gibt. Hier hätten wir da zum Beispiel... Stopp, Alter, stehen bleiben! Uiuiui. Health ist okay. Haben wir nochmal Glück gehabt. Aber die Fackel ist jetzt natürlich weg. Mann. Seht ihr, Leute, das passiert, wenn man hier nicht aufpasst bei dem Spiel. Ich bin nicht gelaufen, gar nichts. Ich bin einfach nur... Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen. Ich drücke nicht nach vorne jetzt. Ich habe die Hand nicht an der Tastatur. Er läuft den Berg einfach automatisch runter. Weil es eben, ja, weil das halt in echt auch so ist, wenn man erstmal an einem Berg steht und ein paar Schritte nach vorne gegangen ist, ist das nicht so ganz einfach, wieder stehen zu bleiben, wenn man mal den Schwung hat. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und wenn dann halt direkt eine Klippe hinten dran kommt, dann macht es einmal ein Stolperchen und dann liegt man ganz blöd in der Pfütze. Oh, hier haben wir ja, kann man hier, darf ich hier, sind die markiert irgendwo auf der Karte? Ja, ist markiert. Und? Jetzt steht das zu hoch, oder wie? Anderer Aussichtspunkt? Nee, der geht nicht. Da, das Haus. Hallo? Das Haus. Aha. So. Und schwupps, haben wir wieder ein bisschen was Neues markiert. Jetzt dürfte eigentlich auch der Kopf da oben markieren.
Ja, ist egal. Ja, aber... Regnet's? Nee, regnet nicht. Jetzt stehen wir hier aber äußerst dämlich dafür, dass man nicht vernünftig schwimmen kann. Direkt am Wasser. Ist nicht so intelligent. Wir könnten da hoch zum Kopf klettern. Aber, ja, gut, wir müssen sogar ein bisschen klettern, weil wir sonst hier nicht weiterkommen. Da ist der Kopf. Ich gehe jetzt nicht da hoch. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war schon mal da oben. Ich bin schon mal zum Kopf geklettert, da ist absolut gar nichts. Deswegen tue ich mir das jetzt nicht nochmal an, da hoch zu klettern, weil es auch nicht so einfach ist, hier wieder runterzukommen, ohne wieder auf die Schnauze zu fliegen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, geht's denn gut? Da geht's runter. Na, nein, ja, so. Immer schön langsam. Uah. Und damit wären wir dann wieder auf dem... Na, komm da hoch. Damit wären wir dann wieder auf dem Gehweg mit etwas Umstand und, ja. Einer Fackel weniger, die wir jetzt hier gebrauchen könnten, für das anzuzünden. Wobei, das müsste doch dann eigentlich auch so gehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Ich konnte ja eben auch einfach so Feuer anzünden. Holen wir uns mal ein Stück Holz und legen es hinein. Na bitte, das läuft doch. Gut, damit hätten wir jetzt hier das hier angemacht. Was uns im Prinzip eigentlich nur speichern lässt. Mehr bringt uns das ja nicht. Es sieht echt nach Regen aus. Aber ich weiß gar nicht, ob es Regen gibt in dem Spiel. Derweil, oh ne, das ist jetzt eher weniger die Quelle. Aber das hier wäre eine gute Quelle zum Trinken. Oh, ist Salzwasser. Verflixt. Dann hier drin stand doch was zum Trinken. Ja, da. Super, super, super. Ein Schlückchen Wasser. Wo gehen wir denn hin? Also das Ultimate Goal ist ja klar. Wie gesagt, wir müssen zu dem Labor finden, um diese Heilung zu finden, lernen, wie auch immer. Wo das Labor ist, das kann uns natürlich keiner sagen. Wo wir gerade sind, kann ich auch keinem sagen. Wo sind wir denn gerade? Bestimm mal Position, lieber Mensch. Lieber Robert. Ach, da sind wir, alles klar. So, ja, da sind wir. Also, könnten wir nach Norden... Nein, Süden ist das. Nach Süden gehen. Ja, schauen wir mal, was wir da so finden. Das Ganze mit der Karte sollte man möglichst oft machen, damit auch möglichst viele Standpunkte, also diese markanten Punkte hier, da sind auf der Karte. Sonst, naja, wird man immer die Probleme haben, dass man nicht mehr aktualisieren kann. Ist dieser Kopf zum Beispiel, ist der aktualisierbar? So, jetzt sehe ich Haus und Kopf. Wird auch noch auf der Karte angezeigt. Also einmal hier. Einmal, ja, okay, der gilt auch als Erkundungspunkt. Ja, sehr schön. Der gilt auch als Punkt. Haben wir hier irgendwo Holz? Nee. Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Wir latschen einfach mal weiter in den Wald rein. Der sehr einladend wirkt, muss ich mal gerade sagen. Sehr hübsch hier. Huh. What the fuck? Okay, es gewittert schon mal, was kein so gutes Zeichen ist. Sprich, es gibt dann wohl doch Regen. Yay. Das sind keine Pflanzen, die man einsammeln kann. Das hier ist einfach nur stinknormales Farngras. Bringt mir gar nichts, aber das sieht doch aus, als könnte man es einsammeln. Das leuchtet so. Nö, auch nicht.
Okay, dann nicht. Und jetzt ist genau der... Es regnet, oder? Ja, es regnet. Jetzt ist genau der Punkt eingetreten, das, was ich vermeiden wollte. Jetzt bin ich nämlich mitten irgendwo in der Walachei. Hab nicht mehr so ganz den Plan, wo ich jetzt bin. Da springe ich ganz gewiss nicht runter. Und von hier aus sehe ich absolut keinen Aussichtspunkt, um irgendwie meine Karte zu aktualisieren. Das ist halt echt schwierig dann. Meine Güte, wo bin ich denn hier reingeraten? Das ist ja der toteste tote Wald, den ich jemals gesehen habe. Das ist ja... Oh nein, Alter! Uiuiuiuiuiui.